Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute unsere Chefärztin von der Swiss Mountain Clinic da, Dr. Petra Wichel, und wir sprechen über ein ganz interessantes Thema, nämlich die stillen Entzündungen in unserem Körper. Woran wir die Folgeerkrankungen oder die Schäden, die Beeinflussungen auf unseren Körper erkennen, was es wirklich für Auswirkungen hat auf unsere Konzentration, Leistungsfähigkeit, auf unseren Darm und welche Folgeerkrankungen dadurch entstehen können und wir dann wieder nur an der Oberfläche rumdoktern und sie wirklich die Ärztin ist, die in die Tiefe an die Ursache geht. Und da freue ich mich wieder, heute so sehr darüber sprechen zu dürfen mit ihr. Hallo Petra. Danke, danke, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass du mir heute wieder ein tolles Interview zum Thema stille Entzündungen gibst, die klassischen Entzündungen, die sich nachher im Körper zeigen, wie Blut im Stuhl und im Blutbild eben erhöhte CRP-Werte, die sind ja dann nachher, sage ich mal, wenn das Fass übergelaufen ist, schon erkenntlich. Aber gerade in Bezug auf die stille Entzündung. Ja, es ist eigentlich nicht die Regel, dass eine stille Entzündung zu einer akuten Entzündung wird, sondern die Entzündlichkeit oder auch das Entzündungsprogramm, was der Körper startet, das ist ja so alt, wie es das Leben gibt. Und ohne Entzündungen würde der Körper ja tagtäglich gar nicht diese Achtsamkeit und auch die ganze Infektabwehr und auch die ganze Reparation würde ihm nicht gelingen, wenn er nicht jeden Tag über entzündliche Prozesse diese Aufgabe macht. Dafür laufen in unserem Körper, im Blut zum Beispiel und durchs Gewebe, so viele auch weiße Blutkörperchen, Lymphozyten, also verschiedene Fraktionen des Immunsystems, die wiederum Interleukine, Botenstoffe aktivieren, wenn es nicht ausreicht, die Viren, die Bakterien, die kleinen Einzeller, Parasiten zu erkennen. Das braucht es immer. Also eine Entzündung setzt sich immer mit einer Abwehr auseinander oder eine Abwehr setzt sich über die Entzündung mit den entsprechenden Fremdlingen aus. Und das ist ganz wichtig, weil dadurch wird ja jeden Tag das ganze System Körper immer wieder geklärt. Das ist ja allein schon, wenn wir hier im Studio sitzen, allein ein Inhalationszug heißt, dass so viele Mikroorganismen hier auch in unseren Körper gelangen. Und da haben wir ein gutes Abwehrsystem an unseren Nasenschleimhäuten, die sofort über ganz kleine Prozesse dann einfach immer wieder erkennen, phagozytieren. Und dann ist auch wieder gut. Und dann ist auch wieder eine gewisse Last, ohne dass wir das überhaupt mitkriegen, möglich. Größere Prozesse, die zum Beispiel eine Entzündlichkeit, zum Beispiel an den Mandeln, es entwickelt sich zur Angina oder Bronchitis, das sind dann akute Entzündungen. Da muss dann auch noch eine gute und größere Immunbereitschaft präsent sein. Aber in der Regel kann das der Körper ganz gut schaffen. Und du weißt selber, wir können dann Entzündungswerte abnehmen. Das ist zum Beispiel C-reaktive Protein ist das. Oder auch die weißen Blutkörperchen, die natürlich jetzt gerufen werden. Wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Wir Ärzte sprechen von der Linksverschiebung im Blutbild. Daran erkennen wir, jetzt passiert eine aktive Entzündung. Und damit ist ein Abbauprozess der bakteriellen Last vorprogrammiert oder viral. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Wenn der Wert weit über 10, 20, 30 ist, dann greifen wir auch zum Antibiotikum in der Regel, weil wir sehen, da sitzt eine bakterielle Problematik hinter. Und das ist eigentlich der Alltag. Und akut hohe Entzündung, ganz wichtig. Also könnte man auch die Entzündung mal aus einem neuen Gesichtspunkt betrachten als eine Chance, dass der Körper sich selber heilt? Das ist so. Und ja, das wird ja uns immer wieder suggeriert, dass eine Entzündung schlecht wäre und man muss die unterdrücken und wegbringen. Wie können wir wirklich den Körper, gerade in Bezug auf diese stillen Entzündungen, was haben die dann wirklich konstant eine negative Auswirkung und in Bezug auf welche Ebenen? Ja, man sagt es so stille, weil es eigentlich jetzt eine Entzündlichkeit ist, die wir gar nicht in der Regel registrieren. Mhm.
Also es gibt ja auch immer wieder diese rezidivierenden, sichtbaren Entzündlichkeiten, also an Gelenken, Muskeln, oder, oder auch Fibromyalgie, ein Krankheitsbild, das es eigentlich so nicht gibt, aber immer wieder muskuläre Entzündung. Das sind dann immer wieder die rezidivierenden Akuten. Aber ich will eigentlich nur die Menschen sensibilisieren, dass es auch viele stille Entzündungen gibt, von denen man wissen muss, das erfordert also ständig die Bereitschaft des Körpers, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, es ist auch eine Ökonomie, mit meiner eigenen Kapazität auf Abwehrseite. Und es macht eine Destabilisierung. Also jede chronische Entzündung zerstört. Mhm. Das fängt schon an, wenn wir zum Beispiel einen toten Zahn haben. Mhm. Und der tote Zahn hat natürlich keinen hundertprozentigen Abschluss zum Körper. Das heißt, ständig werden Keime, Siphonosporen, Thioether, Meerkaptane über den Wurzelkanal ins Blut gestreut. Das kann man messen. Aber das, was hier oben stattfindet, ist auch durch dieses bakterielle Material eine Entzündlichkeit am Kieferknochen, die der Patient nicht spürt, weil der Zahn ist tot und damit hat er nervlich gar keine Möglichkeit, es sichtbar zu machen. Aber für den Körper selbst ist es eine unglaubliche Belastung, dass dieses infektiöse bakterielle Material ständig in den Körper kommt. Und damit muss immer wieder auch Immunkapazität dahin gelenkt werden. Es gibt nach Herrn Lechner diesen sehr interessanten Wert RANTES, den kann man messen. Ja. Und damit kann man schon indirekt Hinweise auf sogenannte Kieferostitiden, also richtige Kieferentzündlichkeiten, schließen. Und wir wollen sowas wirklich immer wissen, weil 70% sämtlicher Belastungen auf dieser Ebene gehen auf Zahnkieferprozesse zurück. Also hast du RANTES immer im Blut auch mit drin? Ja. Oder auch chronische, latente Nasennebenhöhlenreizung. Mhm. Sind ja unglaublich viele Menschen. Man sieht das so ein bisschen am Röntgenbild schon. Aber die Gesundheit meiner Nasennebenhöhlen wird bestimmt durch die Gesundheit meines Darmes. Mhm. Also hier gibt es einen direkten Bezug. Es macht nicht so viel Sinn, hier jetzt versuchen, ein gesundes Schleimhautmilieu zu entwickeln und hier unten jeden Tag täglich die Entzündung durch das gesunde Brot immer wieder auszulösen. Das heißt, die Schleimhaut hier ist auch hier eine Schleimhaut, die dann insuffizient ist. Und die Nasen- und Nasennebennöhlenschleimhäute und Drang, das ist ja die erste Abwehrgrenze zwischen uns und dem Körper. Und das sind ganz wichtige Dinge. Das andere ist, dass man durch ein hochsensibles CRP sämtliche latente, stille Entzündungen sieht, die, wenn man den Wert auf 5 beim großen CRP ab dann erst misst, darunter erfassen würde. Und das sind natürlich Dinge, die, wenn wir ein höheres high-sensitives CRP haben, uns fast wie auf so eine kriminalistische Reise begeben, um die Entzündungsherd zu finden. Weil jeglicher Entzündungsherd zerstört. Und es ist am Darm eigentlich ganz klar, wenn die Darmschleimhaut eine chronische Entzündung erfährt, es ist ein Destabilisierungsprozess für die Schleimhaut, für die Darmzelle. Und es entsteht auf dieser Ebene erst eine Polyp- oder Tumorerkrankung oder wie auch immer. Und für meine Begriffe ist das so wichtig, dass wir das erkennen. Und das kann ich nicht sehen, wenn ich eine Koloskopie mache. Ja, genau, da ist nämlich meine Frage. Wenn nämlich die Fallbeispiele auch kommen, die mir jetzt gerade in den Kopf, dann kommt man vom Arzt, bekommt die Bestätigung, dass man eine Entzündung im Körper hat, aber er hat nicht rausgefunden, wo, aber wir machen mal eine Darmspiegelung. Wie gesagt, da sieht man ja die Entzündung auch nicht. Wenn ich mich jetzt auf diese Reise begebe, die du ja wirklich so fantastisch machst, was kann ich jetzt als Patient wirklich tun, wenn ich diese Sachen an den Kopf geschmissen bekommen habe und keine Ursachenforschung betrieben wurde, sondern eben dann mit Cortison oder einfach mal Breitbandantibiotikum. Ja.
was mache ich jetzt genau? Ich habe in einem Interview gehört, auf was ich den Stuhl untersuchen lassen kann. Ja, ja, also der Stuhl, die Entzündlichkeit des Stuhls, die wird natürlich durch die Parameter Alpha-Antitrypsin, Calprotectin und auch das Zonulin. Das sind alles Parameter, die mir zeigen, inwieweit die Schleimhaut, die sogenannten Tight Junctions, das sind so die Verbindungsbögen der Schleimhaut, inwieweit die sich durch die latente Entzündlichkeit geöffnet haben. Und in dem Moment, wenn die Permeabilität der Schleimhaut, die Durchlässigkeit, die ja eigentlich schon ziemlich fest sein muss, aber die Durchfilterung ist möglich, aber erst nach Kontrolle. Und es kann keine Kontrolle mehr stattfinden, weil da richtig Löcher durch diese kleinen stillen Entzündungen geschehen sind. Dann ist die Entzündung auf körperlicher Ebene jetzt präsent, weil diese sogenannten Fragmente von Bakterien, die Viren, die Bakterien, die Parasiten, ganz viele Stoffwechselendprodukte, alles gelangt unkontrolliert in den Körper. Und das kann ich natürlich nur erfassen, wenn ich erstmal sicherstelle, ist meine Darmschleimhaut als wichtigstes Immunorgan intakt? Und was spielt sich im Blut ab? Und das sehe ich natürlich dann an diesen sogenannten Lipopolysacchariden, nennt man das. Das ist ein Wort, was wir hoffentlich medizinisch sehr stark in der Zukunft integrieren, weil ich kann daraus durch diese Fragmente, die von den vor allen Dingen gramnegativen Bakterien dann im Blut sichtbar werden, sehr schön auch Rückschlüsse ziehen auf die Darmgesundheit und natürlich auf meine völlige Überforderung der eigenen Immunleistung. Denn der Körper ist dann mit dieser bakteriellen Last auf körperlicher Ebene allein gelassen. Und dann hast du hier mal Muskelschmerzen da, dann hast du Gelenkschmerzen da, dann tut das Sprunggelenk weh. Aber eigentlich wird es jeden Tag durch den Darm auch unterhalten. Und können daraus auch diese Polypen entstehen? Daraus entstehen teilweise die Polypen, weil die natürlich, Polypen haben immer so den Abkapselungsgedanken. Also versuchen die, die Gifte zu sammeln abzukapseln. Ja, ja, aber interessant ist doch auch, dass der Polyp gecuttet wird, fürsorglich, um dem Patienten auch zu sagen, das ist eine Präkanzerose. Du kannst jetzt nicht erst in 3 Jahren zur Kontrolle kommen, sondern kommst bitte schon in 1 Jahr. Aber gemacht wird gar nichts. Aber was wird dann kontrolliert? Genau, es wird einfach nur wieder geschaut. Und wenn man nichts sieht, dann heißt es, es ist alles gut. Und es ist nicht so ganz fair, weil jetzt muss es spätestens darum gehen, dass es gesund ist da drin. Und das kann ich durch den makroskopischen Blick des Untersuchers nicht sagen. Ich kann sagen, ich habe keinen Tumor erkannt. Auch das ist eine große und beruhigende Aussage. Aber ich habe nichts in der Hand. Was ist zu tun? Und das ist für mich eine der wirklich wertvollsten auch Untersuchungen, einmal im Jahr eine große Stuhlprobe, um einfach eine Orientierung zu haben, wohin tendiert es, ist das alles in Ordnung? Denn wir dürfen nicht unterschätzen, allein das Gluten im Getreide macht bei 75% aller Patienten oder Menschen nach 4 bis 70 Stunden am Darm Entzündung. Und das registrieren wir überhaupt nicht. Und da spielt dann die Rolle, esse ich das jeden Tag, esse ich das 3-mal die Woche, esse ich das 5-mal am Tag. So beginnt das leise sich dann zu entwickeln. Wenn man jetzt schon das Gefühl hat, im Darm ist das nicht so in Ordnung, aber es ist noch erträglich, so ein bisschen Durchfall, mal Verstopfung. Und jetzt kriegt man ja so viele Inputs mit Darmfloraaufbau und wie auch immer. Was würdest du jetzt wirklich so als, um diese stille Entzündung auch und die Darmgesundheit zu bewahren oder wiederherzustellen, was gibt es für gute Möglichkeiten, ohne dass das Kind jetzt schon in den Brunnen gefallen ist, präventiv oder schon leicht therapeutisch? Also das Allerwichtigste ist doch erstmal, dass man sich auch weiß, wenn ich so unregelmäßig mal verstopft, mal Durchfall, das stimmt ja alles überhaupt nicht. Das heißt, da macht es nicht so großen Sinn, jetzt mal Probiotika da auch noch rauf, weil es gibt ja ein Riesenungleichgewicht zwischen gut und nicht gut. Das heißt, das Erste ist, dass man vielleicht mal auch
so einen Stuhl untersuchen lässt, einen großen Darmcheck macht, damit man sieht, wo stehe ich. Mhm. Und das andere ist, dass es genauso ist, wenn ich ein Haus habe und da ist ein Garten und es ist wunderschön, das Haus ist gekauft, aber früher war unter dem Garten eine Muldeponie. Das heißt, ich würde gern Rosen haben wollen, aber die wachsen nicht. Aber warum nicht? Ich würde gern, Geranien, die wachsen nicht. Warum denn nicht? Es braucht den Nährboden. Und wenn man einen Darm hat, der über Jahre aus dem Ungleichgewicht gekommen ist, dann hat sich schon lange in diesem Darm auch etwas verändert. Der Körper ist ja immer die Anpassung zu dem eigenen Leben. Und wenn der natürlich einen Mikroflora-Nährboden gegeben hat und Pilzen und Hyphen, die festsitzen, dann ist er auch das wunderschönste Nährboden für Bakterien und Parasiten, die da alle eigentlich gar nicht ein Zuhause finden sollten. Aber der Mensch ist ein wunderbarer Wirt geworden. Und der Wirt hat gar nicht mehr so viel entgegenzuhalten, sodass sich solche wunderschönen Häuser auch rumsprechen in dieser Welt, dass man der sehr gut etabliert auch geduldet wird. Und wenn man dann einen Darm wieder ins Gleichgewicht bringen möchte, dann muss man erstmal dafür Sorge tragen, dass da wirklich mal Freiheit entsteht, ja, dass man Kohlenhydrotherapien mal konsequent macht, eine Serie, 4, 5 Stück, dass man vielleicht auch den Darmbiofilm, der ja eigentlich ein physiologischer Biofilm ist, wo der Körper sich auch schützt, aber der Nährboden geworden ist für all diese Bakterien, für all die Pilze, der die Resorption dann auch stört, dass man den Biofilm erstmal austrägt und danach baut man auf. Und ja, super. Das habe ich nämlich auf deiner Webseite gesehen, genau, dass ihr das nämlich anbietet. Ja, ja. Bei der Kolonhydron über Wochen, da komme ich ja auch immer ein Stück weit im Darm höher. Ja, komme ich richtig gut. Richtig. Ja, ja. Und dann sieht man ja, es löst sich auch. Ich habe mich auch mit einer Ärztin unterhalten, die hat gesagt, du hast teilweise über Jahrzehnte Schichten, wo es drunter Pilze und Parasiten sich ansammeln. Ja. Und ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Unglaublich. Und dieser Biofilm abzutragen dann, wie funktioniert das richtig? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich wirklich mal sage, ich möchte, das wäre ja wie den Acker mal wirklich befreien, richtig, komplett, richtig, und richtig, einen neuen Also Boden. Wir nutzen von Vitamunda das Darm-Detox-Programm. Und der Ursprung ist das Okra-Pulver. Das heißt, ich würde jetzt über 3 Tage oder über 6 Tage nichts essen und würde nur, das sind immer pro Packung 7 Beutel, und würde dieses Pulver in verschiedenen Dosierungen dann einnehmen. Und das haftet mit dem Biofilm zusammen. Das darf dann auch nicht gestört werden. Da gibt es dann keinen Einlauf und nichts Festes zu essen und kein Kaffee. Darauf lasse ich mich jetzt mal ein. Und dann entsteht nach entweder 3 oder 4 oder 5 Tagen, ich stelle mir das so vor wie so eine Schwerkraft. Es geht also in Bindung und irgendwann löst sich dieser Biofilm. Und dann kann ich ihn auch wieder gesund aufbauen. Aber bevor der Biofilm nicht raus ist und damit auch die ganze Schleimhaut auch wieder atmen kann und die Resorptionsverhältnisse sich wieder ordnen und auch sich ein neues Bakterienstruktur wieder ansiedeln kann, das geht beim Darm ziemlich zügig alles, dann ist es so unglaublich erst wertvoll. Und seitdem wir Biofilm mit in die Therapie integrieren, weil wir natürlich auch ganz viele Menschen auf Parasiten untersuchen, das wissen die ja eigentlich vorher gar nicht, merken wir, dass der Darm in eine noch größere Morgenstabilität kommt. Und das macht ganz viel Sinn, da auch so erstmal so eine Voraussetzung zu schaffen und nicht nur willkürlich Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, willkürlich auch Probiotika, Präbiotika und die ganze Bakterienwelt freut sich. Aber das sind schon lange nicht mehr die nützlichen, sondern das sind die opportunistischen, die parasitäre und die bakteriell-pathologische Flora. Und da ist es gut, wenn man bereit ist, solche Konsequenzen wirklich mal zu tun, um dann aufzubauen. Ja, ich stelle mir gerade vor, wenn wirklich auf der Darmwand so eine Schicht mit
Geschmotter, sage ich jetzt mal, liegt und ich wirklich jetzt meine Ernährung umstelle in eine gesunde Ernährung, es kommt ja gar nicht an. Der Körper kann ja gar nicht mit den Nährstoffen. Ja, das ist es ja. Und ich sage Ihnen mal ein Beispiel. In unserer Behandlung war, oder in meiner Behandlung war viele Jahre eine junge Frau, die unglaublich tapfer durchs Leben gegangen ist und alleine und mit Herzschrittmacher und Defibrillator und Bronchialkarzinom und bis heute sowas von sich selbst in die Hand genommen, das Leben strukturiert. Und wir hatten sie eingeladen vor anderthalb Jahren zu uns zu Weihnachten. Und dann habe ich mit ihr Biofilm gemacht, weil sie sagte, es geht mir so viel besser in meinem Leben, aber mein Bauch, ich kann auch nicht abnehmen und ich möchte mehr tun, aber ich bin irgendwo gehandicapt und immer habe ich diese Blähungen und Verstopfungen und dann wieder mal Durchfall. Und dann habe ich mit ihr Biofilm gemacht. Und nach 2,5 oder 3 Tagen sagt sie, bitte, 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 komm in mein Zimmer. Unglaublich. Unglaublich. Die Toilette hat es kaum geschafft. Hm. Und die ist nicht nach Hause gefahren, so wie sie wollte, mit dem Zug. Die ist gedanklich geflogen. Weil sie hat 2-mal diese Prozesse ausgeschieden. Und jetzt war so, alles war jetzt möglich, auch das, was man investiert hat über Jahre, an dem doch Gutes tun und man hat es doch gut gemeint. Das war jetzt wirklich von riesengroßem, auch wunderschön zu sehen, wie das eine Stabilität noch gebracht hat. Also so immens habe ich das auch noch nie erlebt. Es gibt von 30, 40 Patienten auch mal einen, der scheidet kein Biofilm aus. Mhm. Ja, aber in der Regel sehen wir das und erleben eigentlich das auch, wie wertvoll das ist. Und seitdem wir Parasiten auf Parasiten untersuchen, nehmen wir das Thema auch viel ernster und tun es viel konsequenter. Aber das war für mich wirklich ganz, ganz, ganz schön zu erleben, was man so durch so eine einfache Maßnahme eigentlich auch tun kann, wie man alles dreht. Mhm. Also gesundheitlich wirklich alles dreht und wie so die Kraft des Körpers natürlich auch wie so ein großer, starker Baum. Jetzt kann er auch nach oben investieren. Der konnte ja nicht investieren. Auch das Letzte, was sie sich abspart, um doch sich das zu ermöglichen, diese Nahrungsergänzungsmittel oder so, das ist jetzt so wohl und so wertvoll investiert und wird sicher alles gar nicht mehr in der Hinsicht brauchen. So. Vielen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viel Gewicht dieser Biofilm auch ausmacht. Ja, was natürlich. Habt ihr da für Erfahrungen? Was verliert man da so an? Ist dann so ein riesengroßes, langes, auch wie so ein Schleimfaden, der sich dann löst. Und das ist schon natürlich unterschiedlich entsprechend. Aber was ich einfach sagen möchte, ist, dass man diese Entzündlichkeiten, das ist, also der Biofilm, dahinter ist die Schleimhaut. Ja. So, was macht das alles mit der Schleimhaut? Was setzt es hier unter einen chronisch entzündlichen Prozess? Ob jetzt mit hochpathologischem Biofilm oder auch ohne? Allein durch Kuhmilchextrakte, durch Getreideprodukte, durch das, was wir runterschlucken, wenn wir noch Amalgamfüllung im Mund haben. Also auf den Darm ist schon ein riesengroßer Angriff heute über die Ernährung und das sollte man gut im Blick behalten. Also der Schlüssel auch wirklich, um aus diesen stillen Entzündungen rauszukommen. Ja, und deshalb auch wirklich Zähne anschauen, den Darm anschauen. Das sind so die beiden großen Hauptherdgeschehen für stille Entzündungen. Und natürlich auch noch viele, viele andere. Aber das ist eigentlich, glaube ich, schon unheimlich viel wert, wenn man um diese Dinge auch weiß. Kann ich vorab durch irgendeine Methode messen, ob ich so eine hohe Biofilmbelastung habe? Oder sehe ich es über die Entzündungswerte und dann kann man schon drauf? Das kann man nicht. Das ist genauso, glaube ich, heutzutage eine Fürsorge, die wir empfehlen, wie wir sagen, lass doch 6 Wochen vor Ostern, nimm dich doch mal zurück, wenn du 3-mal die Woche dein Glas Wein brauchtest. Jetzt trinkst du mal 6 Wochen und nichts. Oder lass mal das ganze Süße mal für eine Zeit weg. Oder ich will jetzt einfach mal FX Meyer Fasten 10 Tage machen. Das sind alles Prozesse, die brauchen nicht. Ich will das erst mal wissen, ob sich das lohnt.
sowas tut man einfach, weil man natürlich auch weiß, was das Leben tagtäglich alles kompensieren muss. Und meine größten Sorgenkinder, die meinten, oh, das kann ich nie schaffen, habe gar keine Erfahrung mit Fasten. Und um Gottes Willen, die bereiten wir so schön vor, dass sie es auch zulassen und dass sie durch diese Tage gut kommen. Und dann ist das wie so ein Befreiungsschlag. Und man hat so das Gefühl, immer mehr in die Hand zu kriegen, auch an dem Problem etwas verändern zu können. Denn es ist ja der Aktive, der Mündige, der sich dich als Opfer sehende Patient unser. Und der will es ja auch bewegen. Und der kann es nur begrenzt bewegen, wenn er einfach hier nicht auch dafür Sorge trägt, dass er morgen darauf auch bauen kann, dass sein Darm ihm wieder funktioniert. Und es wird zu leicht genommen. Das könnte ihre Ernährungsgewohnheit sein. Das könnte das sein. Ja, das ist ja auch zwischen 2-3 Tagen ist das noch normal. Es ist ja unglaublich, was alles hier normal sein sollte. Das ist eine biologische Uhr und die darf jeden Morgen zwischen 6 und 8 Uhr klingeln und dann gern auch noch mal ein zweites Mal am Tag. Und das ist etwas, das muss man sich wichtig sein, dass man da wieder hinkommt. Und ich bin schon erschrocken, wie viele Menschen so chronische Abführmittel brauchen. Mhm. Ja, und das darf man so nicht hinnehmen. Also ja, nur nichts auf der Welt. Ja. Also Darm ist ja wirklich seit 91 dein Steckenpferd. Ja. Und das scheint wohl wirklich der Schlüssel zu sein für die gesamte Gesundheit. Ja, man kann ja auch medizinisch wirklich nicht den zweiten vom ersten Schritt machen. Ja. Das muss man so sagen. Da ist oft so eine mühevolle Kleinarbeit notwendig. Aber manchmal ist das, was der Patient beklagte, dann gar kein Thema mehr, weil da ist jetzt Ordnung und Frieden und wieder Gleichgewicht eingekehrt. Das ist ja auch das Schöne an der Klinik. Da geht es ja eh um Ordnung und Frieden und eben, dass die ganzen... Genau. Ja, genau. Aber das kann man schön sehen auf deiner Webseite auch, was für tolle Angebote ihr da noch habt. Ja, wir bemühen uns. Ja, ja, ich finde es immer wieder spannend, dich hier zu haben. Vielen Dank für das tolle Interview. Es motiviert wirklich nochmal wieder tiefer hinzuschauen, in die Katakomben sozusagen. Und es gibt auch immer mehr wirklich ganzheitlich blickende Zahnärzte, die weit über diesen Bereich hinweggehen. Und wenn ein Zahnarzt da nicht so fündig ist, dann sollte man die finden. Und man findet sie wirklich. Es gibt da eine ganz tolle Entwicklung auch. Ja, super. Mhm. Vielen Dank, liebe Petra. Gerne, sehr gerne. Ja, bis bald. Ja. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Sie hörten, wir haben jetzt gerade auch über die Störfelder gesprochen. Sie werden so viele tolle Interviews auch auf unserer Webseite finden, auch zu unserem Gast. Die Kontaktdaten einfach auf qs24.tv gehen, auf unsere Internetseite und dort einfach den Namen eingeben, Petra Wichel oder Rantes zum Beispiel, wenn Sie das Thema Störfelder im Kiefer interessiert, da werden Sie auf jeden Fall auch tolle Ärzte dazu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bleiben Sie wachsam, gehen Sie in die Tiefe in Ihrer Recherche, auch im Körper mit Ihrer Gesundheit und viel Erfolg dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss.